Ich habe diese Geschichte nicht für die geschrieben, die die Welt regieren wollen. Nicht für die, die ständig beweisen müssen, dass sie stärker, schneller, besser als alle anderen sind. Oder für die, die den Menschen für die Krone der Schöpfung halten. Diese Geschichte ist für all die, die den Mut haben, zu beschützen, statt zu beherrschen, zu behüten, statt zu plündern und zu erhalten, statt zu zerstören. Cornelia Funke, die Feder eines Greifs. Alles schien Lung so vertraut. Der nebelverhangene Wald vor dem Höhleneingang, der Geruch des nahen Meeres in der kalten Morgenluft. Jedes Blatt und jede Blüte erinnerten ihn an die schottischen Berge, in denen er aufgewachsen war. Das Ei des geflügelten Pferdes Pegasus Unicus gehört zu den größten Wundern dieser Welt. Die wundersamste Eigenschaft zeigt sich allerdings erst, wenn das Fohlen ein Alter von 6 Wochen erreicht und so groß ist, dass die Schale sein Wachstum beengt. Hothbrod stieß sein Schnitzmesser so tief in das Schreibpult, unter dem der Hobgoblin saß, dass dem die Mundharfe aus den pelzigen Fingern fiel. Irgendeine Idee, wie wir die Eier ohne die Stute zum Wachsen bringen, Barnabas? Wurde schon der Vorschlag geäußert, die Pegasus-Eier durch die Sonnenfeder eines Greifs zu retten? Wir kommen wegen der neuen Karte, Gilbert, rief Guinevere zu ihm hinauf. Der für die Reise nach Indonesien. Bei Syrtris flammendem Schwert. Diese Insel ist ein Ofen. Verbeugt euch vor dem furchtbaren Kral. Lass meinen Freund gehen, oder du hast deinen letzten Atemzug getan. Der erste Hieb traf den linken Flügel. Der zweite verfehlte nur knapp den Rumpf des Flugzeugs. Dann breitete Kral die Flügel aus. Oh, er war riesig. Er und Schwefelfell waren im Herzen eines Sturms. Doch Lungs nächster Angriff brachte Kra ins Stolpern und Schwefelfell nutzte die Gelegenheit und griff ihn in das sandfarbene Gefieder. Du wirst den Wind verfluchen, der dich hergebracht hat, Lindwurm! Die Feder eines Greifs. Das neue Drachenreiter-Abenteuer von Cornelia Funke. Ein Drache? Nein, 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 Eugene! Du hast eindeutig zu viele Korallengrasflöhe gefressen, obwohl...